Eine Aufstellung der Vorfahren über 5 Generationen, mit vollständigen Namen und sogar den jeweiligen Wappen, wie bei dieser Ahnentafel des Jakob Ernst von der Recke von 1751. Wenn Sie adlige Vorfahren haben, die beispielsweise für eine Aufnahme in ein Domkapitel ihre Abstammung nachweisen mussten, geht die Recherche nach ihren Vorfahren recht leicht von der Hand. Wenn Sie keine adligen Vorfahren haben, gestaltet sich die Recherche dagegen etwas kleinteiliger und Sie müssen sich die relevanten Daten selbstständig zusammensuchen. Nur wie und wo kommt man eigentlich an weiterführende Informationen? Nur wenige Archivalien im Landesarchiv beschäftigen sich explizit mit Personen und deren Lebensdaten. Hier wären vor allem die Zeitschriften der Kirchenbücher oder die Zivilstandsregister zu nennen. Diese wurden nämlich angelegt, um Geburt, Heirat und Tod der Untertanen oder Bürger zu registrieren. Ein anderes Beispiel wären Personal- oder Bestallungsakten von Staatsdienern, in denen man häufig den kompletten Lebenslauf einer Person vorfindet. Bei den allermeisten Archivalien im Landesarchiv handelt es sich aber um Verwaltungsschriftgut. Diese Akten wurden von Behörden oder Gerichten angelegt, um eine bestimmte Verwaltungsangelegenheit zu regeln und nicht um das Leben einer Person zu dokumentieren. Trotzdem kommen in all diesen Akten Menschen vor und die Quellen erzählen oft detailreich Ausschnitte aus deren Leben. Seien es die Schulden eines Bauernhofes, die in einem Hypothekenbuch verzeichnet wurden, oder der Streit zweier Müller um beschlagnahmtes Korn. Solche Quellen kann man in den Akten der Ämterverwaltung finden. Doch lassen sich diese Archivalien im Landesarchiv nur recherchieren, wenn Sie schon einige Informationen über Ihre Vorfahren gesammelt haben. Daher schauen Sie in Ihren privaten Unterlagen nach Namen, Wohnorten, Berufen und Lebensstationen Ihrer Vorfahren. Recherchieren Sie dann in den zuständigen Standesämtern, Kommunalarchiven und in Kirchenbüchern nach den genauen Lebensdaten. Mit diesem Vorwissen können Sie nun im Landesarchiv nach Quellen zu bestimmten Vorfahren suchen. Über Einzelpersonen gibt es in der Regel dann Archivmaterial, wenn es Schriftwechsel mit öffentlichen Einrichtungen gegeben hat. Zum Beispiel im dörflichen Milieu Streit um Hutungsrechte oder Grenzstreitigkeiten. Hilfreich sind auch Quellen, in denen aufgrund des Sachzusammenhangs Personen vorkommen, wie beispielsweise Gerichts- und Handelsbücher, Testamente oder Steuerlisten. Sie sehen, es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Quellen und eine Aufzählung aller Quellengruppen würde hier viel zu weit führen. Doch wie recherchiert man nach Quellen im Landesarchiv? Relevant für die Suche ist vor allem die Online-Recherche bzw. der virtuelle Lesesaal. Dazu existiert eine Handreichung, wie recherchiere ich in der Datenbank, die Sie mit den Suchmöglichkeiten vertraut macht. Über den Button virtueller Lesesaal gelangen Sie direkt in die Recherchemaske. Grundsätzlich sollten Sie bei Ihren Recherchen beachten, dass in jeder Suchvariante nicht der Inhalt des Archivales, sondern nur die Erschließungsinformationen, also die erfassten Daten wie Titel oder Enthältvermerk, durchsucht werden. Zunächst gibt es die Volltextsuche als ersten Zugang. Hier können Sie nach einem Schlagwort suchen, das bei der Verzeichnung genutzt wurde. Sie sollten allerdings die genaue Schreibweise beachten. Um die Trefferquote noch etwas zu erhöhen, können Sie auch Wortvariationen, also Wortstämme, berücksichtigen. Wenn Sie konkret nach online verfügbaren Digitalisaten recherchieren, können Sie hier bei online verfügbare Bilder noch einen Haken setzen. Außerdem gibt es die Feldsuche. Hier können Sie gezielt bestimmte Felder durchsuchen. Oftmals reicht allerdings eine Suche nach Name oder Schlagwort allein nicht aus, sondern die Suche sollte systematisch aufgezogen werden. Dafür gibt es die sogenannte Archivplansuche, gewissermaßen die Königsdisziplin.
Hier können Sie systematisch innerhalb der Tektonik des Landesarchivs recherchieren. Da Sie die Sie interessierenden Namen oftmals nicht über die Suchfunktion werden ermitteln können, soweit sie nicht im Rahmen der Verzeichnung erfasst wurden, bietet es sich an, sich zunächst die Frage zu stellen, wo relevantes Schriftgut zu Ihrem Thema bzw. der Sie interessierenden Person angefallen sein kann. An welchen Stellen hat sich eine Behörde also möglicherweise mit Ihrem Vorfahren befasst? Hierfür können Sie über die Archivplansuche, das heißt über die Tektonik, in die Recherche einsteigen. Das Landesarchiv Sachsen-Anhalt hat die Bestände aller Standorte in einer Tektonik vereint, sodass Sie auch bei standortübergreifenden Recherchen nicht vier unterschiedliche Tektoniken durchklicken müssen. Wenn Sie beispielsweise wissen, wo Ihr Vorfahre gewohnt hat und welches das zuständige Landratsamt gewesen ist, können Sie etwa nach Einwohnerlisten recherchieren. Nehmen wir etwa an, die gesuchte Person hat im 19. Jahrhundert in Beiersdorf gewohnt. Zunächst einmal müssen Sie natürlich die Zuständigkeiten im 19. Jahrhundert kennen. Sie suchen also innerhalb der preußischen Provinz Sachsen. Hier unter der Regierung Merseburg und den nachgeordneten Behörden. Und dann unter den Landratsämtern. Hier unter dem Landratsamt Bitterfeld in diesem Fall. Und finden dort den Gliederungspunkt Zivileinwohnerlisten. Unter der Nummer 10 finden Sie dann die Zivileinwohnerlisten von Beiersdorf aus dem Jahre 1840. Mit einem Doppelklick gelangen Sie in die Verzeichnungseinheit und direkt unter dem Titel sehen Sie dann auch den Benutzungsort, in diesem Falle Merseburg. Hat Ihr Vorfahre dagegen auf einem Gut gearbeitet oder gar selber eines besessen, bieten sich außerhalb die Gutsarchive am Standort Wernigerode für die Recherche an. Diese finden Sie unter dem Tektonikpunkt 10 Adelsarchive, hier unter den Gutsarchiven. Nehmen wir hier beispielsweise das Gutsarchiv Alvensleben. Hier der Gliederungspunkt Gutswirtschaft und hier finden Sie den Gliederungspunkt Personalangelegenheiten, Lohnsachen. Hat Ihr Vorfahre also in der fraglichen Zeit dort gearbeitet, dann haben Sie gute Chancen, hier Informationen zu ihm zu finden. Haben Ihre Vorfahren dagegen ein Gut besessen oder sind Sie mit jemandem verwandt, dessen Vorfahren ein Gut besessen haben, dann bietet sich natürlich auch die Recherche im Familienarchiv selbst an. Hier finden Sie beispielsweise Stammbäume und Wappen, in denen Sie recherchieren können. Hat Ihr Vorfahre dagegen in der preußischen Armee gedient? Dann kann natürlich auch die Überlieferung des Standorts Dessau für Sie interessant sein. Hier die Überlieferung des Fürstentums Anhalt-Dessau. Diese Überlieferung finden Sie unter dem Tektonikpunkt 3, Land Anhalt und territoriale Vorgänger. Hier in diesem Fall anhaltische Teilfürstentümer, Anhalt-Dessau, Abteilung Dessau, Fürstenhaus. Und hier finden Sie unter dem Gliederungspunkt A9 militärische, politische und schriftstellerische Tätigkeit. In diesem Fall Fürst Moritz. Und hier finden Sie auch den Gliederungspunkt Kriegsdienst im preußischen Heere. Hier finden Sie zahlreiche Informationen zur preußischen Armee, so etwa unter Nummer 17 die Ranglisten der preußischen Armee. Durch einen Doppelklick gelangen Sie in die Verzeichnungseinheit und Sie sehen hier unten im Bereich digitale Repräsentation, dass hier Digitalisate vorliegen. Durch einen Klick Ansicht im Viewer
gelangen Sie zu den Digitalisaten, die Sie bequem von zu Hause einsehen können. Nach der letzten Aktualisierung im März 2020 sind 1,3 Millionen Datensätze online recherchierbar. Beachten Sie aber bitte, dass noch nicht alle Archivalien des Landesarchivs in unserer Datenbank zur Verfügung stehen. Daher ist es möglich, dass Sie auch in unseren Lesesälen in klassischen analogen Findbüchern suchen müssen. Die Datenbank bietet in erster Linie Zugang zu den Erschließungsinformationen. Diese beschreiben lediglich die eigentlichen Unterlagen und ermöglichen ihr Auffinden. Digital als Scan verfügbar sind derzeit 2,1 Millionen Digitalisate von 25.000 Archivalien. Doch die Zahl der digitalisierten Quellen wächst kontinuierlich weiter. Zur Vorbereitung Ihres Archivbesuchs erhalten Sie auf unserer Homepage unter Online-Angebote Informationen für Familienforschende, erste Informationen zum Einstieg in die Familienforschung und eine Auswahl relevanter Quellen des Landesarchivs. Wir freuen uns darauf, Sie in einem unserer 4 Standorte des Landesarchivs Sachsen-Anhalt begrüßen zu dürfen. Am Hauptstandort Magdeburg in der ehemaligen Feldartilleriekaserne, in der historischen Orangerie in Wernigerode, in der ehemaligen Landesversicherungsanstalt in Merseburg und im alten Wasserturm in Dessau.